Wasser zu trinken, dessen Herkunft bekannt ist. Zum Beispiel gesundes Regenwasser. Dann naht ja wohl Ihr erster Ausflug mit dieser Höllenmaschine, was? Falsch. Ein Ausflug wird es allerhöchstens für Sie. Ich bin der Pilot. Ist das Ding wirklich einsatzbereit? Meine Sorge gilt mir Ihnen und dem Rest des Teams. Das Prachtstück hier ist bereit, wenn Sie mir mit einer letzten Kleinigkeit helfen. An der Kiste arbeiten Heerscharen von Ingenieuren und Mechanikern. Was brauchen Sie da mich? Es funktioniert alles, aber wir haben Hinweise auf Lecks im Treibstoffsystem. Das Problem ist, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Lecks? Brauche ich einen Schutzanzug? Nein. Wir müssen nur vorsorgen, dass es im Einsatz nicht zu Treibstoffverlust kommt oder gar zu einer Explosion. Wenn es die Mühle am Laufen hält, bin ich dabei. Aber wie genau könnte ich helfen? Wenn Sie den Avenger mit der Manschette an Ihrem Arm scannen, sollten Sie die Lecks entdecken können. Melden Sie sie uns. Den Rest machen wir. Das ist alles? Kinderspiel, Barnes. Ich habe eins von den Mikrolecks. Hier tritt Treibstoff aus. Okay. Folgen Sie jetzt dem Rohr zum Ventil und schließen Sie es. Das scheint nicht kaputt zu sein. Öffnen Sie es und nehmen Sie sich ein anderes vor. Sie haben das Betanken verzögert. Öffnen Sie dieses Ventil wieder und nehmen Sie sich ein anderes vor. Das waren alle. Vorsicht! Ich rate zu mehr Vorsicht, falls Sie uns nicht alle in die Luft jagen wollen. Ah, so sieht es also in einem echten UFO aus. War das dann alles? Ja, das war's. Übrigens haben Sie den Technikern nebenbei geholfen, einen Konstruktionsfehler zu entdecken. Fehler? Was denn für ein Fehler? Nichts, was uns Kopfzerbrechen bereiten sollte. Aber Sie glauben, dass Sie jetzt 2-3% mehr Leistung aus dem Antrieb kitzeln können. Wir haben keine Zeit für eine Generalüberholung. Nein, natürlich nicht. Aber Sie wollen noch ein paar Tests fahren. Könnte nützlich sein, falls wir die Kisten je in Serie produzieren müssen. Hoffen wir, dass es nie so weit kommt.
Wir haben nicht viel... Ja, wir... Wir verlassen... Ich auch. Sehen Sie es? Ja. Jetzt tragen wir den Kampf in Ihr Territorium. Wir reisen in Ihre Welt, dringen in den Kern Ihres Netzwerks ein und trennen unsere Welten für immer. Noch Fragen? Jetzt tragen wir den Kampf in Ihr Territorium. Wir reisen in Ihre Welt. In den Kern Ihres Netzwerks. Jetzt tragen wir... Konnten Sie bestimmen, wo der Musei-Knotenpunkt sich befindet? Ja, wir haben den... Großer Gott, Falk! Was zum Teufel ist das? Wir führen keine Friedensgespräche, Angela. Ich will Origin ein für alle Mal ausschalten. Sie waren fleißig. Durchaus. Das Illyrium in seinen instabilsten Zustand zu versetzen, war nur ein Teil. In Kombination mit... Sie haben was? Großer Gott, das Ding jagt Origin hoch und uns gleich mit dazu. Durchaus möglich, Doktor. Wenn es sein muss, damit dieser Krieg endet, dann sei es so. Machen Sie das Schiff startklar. Wir fliegen, sobald das Gerät eingebaut ist. Vor uns. Gleich um die nächste Kurve. Vorsichtig, Barnes. Wir kommen in Reichweite Ihrer Detektoren. Da sind wir schon. Es scheint, Heinrich hat ganze Arbeit geleistet. Mit seinem Störsender vielleicht. Ich hoffe, das gilt auch für das Ungetüm, das er uns an den Rumpf geschraubt hat. Der Sprengsatz wird wie geplant funktionieren. Er muss. Anlage unter dem See errichtet. Achtung! So werden wir da nicht reinkommen. Das Loch hat sich wieder geschlossen. Dann öffnen wir es wieder. Ganz genau. Landen Sie. Okay, Carter. Wir müssen Ihr Sicherungssystem deaktivieren, wenn wir durch diese Öffnung im Damm gelangen wollen. Richtig. Das Vangate. Das ist nicht das Vangate. Unsere Messungen besagen, dass das Vangate hinter dem Damm versteckt liegt, unter dem Stausee. Höchstwahrscheinlich zapfen Sie den Strom ab, den der Damm liefert, um die Verteidigungsanlagen der Öffnung zu speisen. Verstehe. Okay. Also, das Sicherungssystem deaktivieren. Weiß jemand schon, wie das gehen soll? Weir besorgt sich die Pläne für den Damm. Fangen Sie beim Haupteingang der Anlage an. Über den unteren Vorplatz.
Der Typ da über Lautsprecher klingt ziemlich aufgeregt. Origin, hinter ihm sind wir her. Anscheinend haben wir ihn in die Flucht geschlagen. Sind Sie taub? Er startet die letzte Phase Ihres Kriegsplans. Er redet über den Anfang vom Ende, verdammt! Da sind Blaubeine angegriffen! Geh rein! Irgendetwas hat sie abgelenkt. Schießen Sie, Carter! Hebe es an! Werfe Blob! Setze Drohne ein! Geben Sie ihm den Rest! Leg an! Eingesetzt! Setze Drohne ein! Alle ab! Mine gelegt!
Mist! Ich bin verletzt! Das hilft! Granate! Ich dachte schon, mit mir ist es aus. Heilung aktiviert! Das ist der Letzte! Okay, ich bin... Wohin jetzt? Suchen Sie die Hauptgeneratoren der Anlage. Sie sollten vor Ihnen sein. Sie sind in der... Danke, Agent Weaver. Verdammt, was war das? Hi, Henry. Willst du mich kontrollieren, Boss? Oder tut dir nur der Arsch vom Sitzen weh? Nur eine Langeweile. Nachtschichten muss man sich erst gewöhnen. Ja. Hast du das vom alten Frankie Giffard gehört? Wieder an Bord. Naja, Robert Merrick muss ja kein Schiff mehr haben. Zum Teufel, was ist denn hier los? Diese Messwerte stimmen doch niemals. Wie sieht's bei dir aus, Henry? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Die elektrischen Systeme sind völlig überlastet. Irgendwas schickt eine Riesenladung. Was könnte die Ursache sein? Ich verstehe das nicht. Vielleicht eine Fehlfunktion? Keine Ahnung. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Was zur Hölle war das? Eine Art Störung vielleicht. Unmöglich. Das ergibt keinen Sinn. Durchhalten. Vielleicht eine Computerfehlfunktion oder so. Das ergibt keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn. Weir, die Generatoren sind genau unter uns. Sie hatten recht. Die haben irgendwelche Leitungen an die Turbinen gebaut. Es sollte 3 Stück davon geben und den Hauptschalter. Sie müssen sie alle lahmlegen, um die Generatoren zu deaktivieren. Damit dürfte der Energielevel weit genug abfallen, dass wir durchschlüpfen können. Verstanden. Entdeckung, los! Schon unterwegs. Setze mich in Bewegung. Ich bin da. Ein Generator weniger. Gute Arbeit. Bleiben noch 2. Hier ist Feind! Entsichert! Da kommen Sie!
Mit angehoben! Eigene Drohne kommt! Wir brauchen Raketen, sofort! Raketengeschütze im Einsatz! Geben Sie ihm den Rest! Besorgt eine Artillerie! Kontrollieren Sie die Gedanken des Gegners, damit er für Sie kämpft. Aber Vorsicht! Starker Schmerz kann diesen Effekt vorzeitig beenden. Diese Drohnen sind verdammt hilfreich! Ich habe ihn unter Kontrolle. Munition alle! Das hilft! Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Jetzt steht er auf unserer Seite. Uns bleibt nicht viel Zeit, Gentlemen. Commander, Sie sind verwundet. Haltet den Druck aufrecht. Alle hopp. Das ist der zweite Generator. Hier draußen sind eben die Notaggregate angesprungen. Legen Sie den letzten Generator lahm, dann schaffen die es nicht mehr. Ach du Scheiße! Setze Drohne ein! Blob raus! Raketengeschütz! Da drüben! Legen Sie eine Mine! Los, dahinter! Verstanden! Bin unterwegs! Geschütz in Los, Position! Los, draufhalten! Mine gelegt! Angriff! Illegal! Die Mine ist hochgegangen! Heilung aktiviert! Hebe es an! Gut! Bombardieren! Los! Artillerieschlag bestätigt! Ich komme näher! Da kommen Sie! Das ist eine scheiß Position, Boss! Raketengeschütz zerstört! Sie verfügen über Panzerung! Wir haben eine Drohne verloren! Thank you.
Generatoren sind abgeschaltet. Ausgezeichnet. Jetzt müssen Sie noch den Hauptschalter betätigen, um Ihre Verteidigungsanlagen lahmzulegen. Schon dabei. Mine gelegt! Hilfe! Sie können mich doch nicht hier lassen! Wir sind im Phantombrennen wieder auf dem Sanitäter! Danke! Durchhalten! Was gut bei dir. Ändere die Position! Wird angehoben! Los, draufhalten! Ich versuch's! Sie ziehen sich zurück! Wir haben seine Schilde geknackt! Los, draufhalten! Hierher, zu mir! Komm zurück! Setze Drohne ein! Er ist unter Kontrolle! Die Drohne! Sie eilt sie! Zurück hierher! Sofort! Wir haben Schilde! Ja, gut so! Bereit! Wir haben eine Drohne verloren! Er hat die Gedankenkontrolle durchbrochen! Auf und davon! Und? Geben Sie ihm den Rest! Klinge an! Feind nicht gesichert! Na los, knallen Sie die Bastarde ab! Wir müssen diese Dinge abschalten! Das war's, Carter. Die Verteidigungsanlagen sind ausgeschaltet und wir gehen in Position. Was jetzt? Wir geben Schub und fliegen durch den Damm. Klar. Ich meinte, was soll ich tun? Sie müssen sich einen Weg zum Vengate suchen. Und zwar schnell. Ich erwarte heftigen Widerstand. Wir können dort nicht lang warten. Ich komme hin. Gesichert. Doc, wohin jetzt? Runter vermute ich. Es weist alles darauf hin, dass die Outsider-Einrichtung unter dem Damm ist. Danke, Doc. Los, Freunde, es geht abwärts.